Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ingo hier. Heute werden wir ein Foto bearbeiten, das ich in diesem Jahr im Zillertal gemacht habe. Mehr dazu nach der Intro. Ja, nochmal einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute soll es mal eine Bildbearbeitung geben. Wie ihr wisst, ich war im Sommer im Zillertal im Urlaub. Ich habe den Workshop fürs nächste Jahr auch dabei vorbereitet. Ich mache das so in einer Kombination. Ich gucke, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, lohnt es sich da einen Workshop zu machen. Zillertal lohnt sich auf jeden Fall. Wer also Interesse hat, nächstes Jahr im Zillertal einen Fotoworkshop mitzumachen, 7 Tage. Leichte Wanderungen, schöne Motive, einfach anmelden. Einfach toll. Oder schreibt mir eine E-Mail, dann antworte ich euch und erkläre euch, wie es genau funktioniert. Kann ich nur empfehlen. Ein Foto von den, ich weiß nicht, wie viele Tausend ich gemacht habe, möchte ich heute mit euch zusammen bearbeiten. Und zwar war das eine ganz kurze Wanderung. Wir sind zu einer Ruine hochgegangen und da gab es die Kapelle Notburga. Und diese Kapelle, die möchte ich heute mit euch bearbeiten als Foto. Der Titel des Fotos soll nachher sein, die Macht der Kirche. Also, gehen wir mal ans System und fangen einfach mal an. Am Bildschirm, das ist das Foto, um das es sich handelt. Wie ihr seht, das ist diese Notburga-Kapelle mit dem Kreuz. Ich hatte meine Nikon Z50 mit dem 10 bis 20 mm Weitwinkel drauf. Das heißt, ist eine APS-C-Kamera, das heißt, ist so 15 mm. ISO 640, Blende 8, 1/500 Sekunde. Lichtverhältnisse, wie ihr seht, relativ schwer, weil unten sehr dunkel, oben sehr hell. Nichtsdestotrotz, ich habe es aus der Hand fotografiert, hat ganz gut geklappt. So. Wie machen wir das jetzt, das Ganze? Ich gehe also erstmal auf meine Grundeinstellungen und in den Grundeinstellungen mache ich eine automatische Entwicklung. Von Lightroom die automatische Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde sie eigentlich ganz gut. Man hat so eine Idee, wo das Ganze hingehen kann. So, das Ganze wird jetzt mit den Objektivkorrekturen logischerweise noch eingestellt. Die chromatische Aberration, Details, ich werde das Ganze schärfen bei einem Radius von 0,6 und maskieren bei gedrückter Alt-Taste. So, bei gedrückter Alt-Taste maskiert. Damit habe ich die Grundeinstellungen soweit fertig. Jetzt gehen wir hier nochmal rein und gucken uns das Ganze nochmal an. Also mir ist der Himmel noch ein wenig hell, hier unten ist es mir noch zu dunkel. Das ist mir auch noch zu hell, weil ich möchte ja, dass das Kreuz prägnanter wird und mehr drauf drückt. Ich fange mit dem Himmel mal an. Ich setze mal ein... Ups, falsch, das war es nicht. Das war der Verlaufsfilter, den ich nicht haben wollte. Ich wollte den Verlaufsfilter haben und nicht den Kreis. So, den Verlaufsfilter, ziehe den mal runter und dunkel den Himmel ab. So, etwas Klarheit setze ich direkt oben in den Himmel rein, etwas Dunst entfernen auch. Das macht den Himmel deutlich knackiger und schärfer. Abgedunkelt ist er. Ich setze einen neuen Verlaufsfilter hier rein, um mir das ein wenig runterzuziehen und auch da mehr Druck auf das Kreuz zu bringen. Ihr seht schon, das ist alles nicht viel, das ist jetzt eine halbe Blende. Aber das Kreuz wird deutlich prägnanter. So, das habe ich jetzt da gemacht. Unten möchte ich das Ganze ein bisschen aufhellen. Von hier. Nicht viel, nur ein Ticken. So. Ja, das gefällt mir sehr gut. Also gehe ich jetzt in die HSL-Farben nochmal rein. Und werde jetzt über die Sättigung
das Blau anheben und werde auch die Grüntöne anheben und die Luminanz von dem Blau rausnehmen, dass der Himmel noch knackiger wird, dafür aber die Grün- und Gelbtöne massiv anheben. So, das ist das. Dann werde ich über den Radialfilter die Kapelle aufhellen. So, die wird ein wenig aufgehellt, kriegt ein wenig Schärfe und auch Struktur. Und Struktur in der Summe auch noch ein wenig ins Bild. So, jetzt die Weißtöne kann ich noch ein wenig anheben. Na, nicht zu viel, die gehen mir direkt da unten durch. Die Schwarztöne kann ich noch ein wenig absenken. Das macht das Ganze noch ein wenig stärker. Den Kontrast anheben. Klarheit ein wenig rein. Noch ein bisschen Struktur rein. Und ein wenig Dunst entfernen. Sättigung hebe ich ganz leicht an. Und die Belichtung hebe ich noch mal einen Ticken an. Ganz wenig. So. Um das Kreuz jetzt noch ein wenig dominanter zu machen, kann ich also durchaus mit dem Pinsel hier nochmal ganz leicht rübergehen. Auch gar nicht so fein sein, nur ein bisschen. So, nur ein bisschen mit dem Stift, so leicht. Und die Belichtung nochmal ein bisschen anheben. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel, aber ein bisschen. Das tut dem ganzen Bild ganz gut. So, Effekte. Jetzt kommt noch eine Vignette rein, um den Druck noch ein wenig zu erhöhen. Von draußen, wie ihr seht, die Kapelle kommt immer stärker in den Mittelpunkt mit dem darüber schwebenden Kreuz. So, das ist das Foto, wie es jetzt entwickelt wurde. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Vergleich an. Das war so, wie es aus der Kamera rausgekommen ist. Und das ist die Entwicklung. Meine ich, ist ein kleiner Unterschied. Gefällt mir richtig gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ihr noch eine Idee habt, was man machen könnte oder wie man es machen könnte, dann sagt es einfach. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart und mir zugesehen habt, wie ich dieses Foto entwickelt habe. Ich hoffe, es gefällt euch so gut, wie es mir gefällt. Es ging relativ flott, wie ihr gesehen habt. So viel war da gar nicht zu machen. Aber das Ergebnis finde ich einfach toll, wie dieses Kreuz oberhalb von der oder auf diese Kirche regelrecht drückt. Und dieses Kreuz symbolisiert auch die Macht der Kirche, deshalb dieser Titel. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und erzählt es vor allen Dingen weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte mir, dann kann ich nämlich was ändern, um es besser zu machen. Wenn euch die Entwicklung des Fotos in der Summe gefallen hat, lasst ruhig einen Kommentar da. Wenn ihr was anders machen würdet, lasst auch einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Ingo.